Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trash Götterdämmerung. Wir reden mit Rollern und lassen uns... Bring mir etwas über alte Magie bei. ...den Kampf mit Stäben, magischen Stäben beibringen. Zeige mir, wie ich magische Stäbe benutzen kann. Es ist so dumm, man lernt was und man kriegt es nicht mehr erklärt. Gut so. So, jetzt haben wir 140 altes Wissen. Und auch... Jetzt endlich die magischen Stäbe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr mit Nahkampf zu kämpfen. Und jetzt ist auch irgendwie nicht mehr so wichtig. Wir haben für den Notfall noch einen Bogen. Das muss ja eigentlich reichen. Ah, da sind Wölfe. Meint ihr, wir schaffen die? Ja, vermutlich nicht mit dem bisschen, was wir noch an Mana haben. Laden wir das mal auf. Gut. Da es hier vermutlich noch mehr gibt, machen wir Mana erstmal wieder voll. Okay, das ist nicht gut. Das ist eigentlich schon gut. Wir könnten noch die Ripper hier machen. Also falls die noch da sind zumindest. Na, die scheinen weg zu sein. In die Höhle gehen wir gleich noch. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier überhaupt alle Pflanzen aufsammle die ganze Zeit. Das bringt eigentlich gar nichts. Wir brauchen die nicht. Also so Permapflanzen, das macht schon noch irgendwo Sinn, aber... Ah, nicht gut. Eigentlich könnten wir auch den hier trinken. Und die ganzen Sachen nehme ich eigentlich nur deswegen noch mit. Weil wir die dann eintauschen können gegen eine gescheite Rüstung irgendwann mal. Hoffe ich zumindest. Dass wir uns dann einfach eine schwere, was auch immer, Rüstung kaufen. Rebellen sollten das mir eigentlich völlig egal. Perfekt. Warum kann ich eigentlich nicht einfach mal meinen Mana immer so wenigstens auf 50% halten? Da! So, in die Höhle wollten wir noch rein.
gucken, wer oder was jetzt hier drin wohnt. Das war ja die Höhle von irgendeinem der Typen, die wir für Okara besorgen sollten. Okay, hier ist gar nichts drin. Auch gut. Ja, und dann gehen wir einfach mal nach Okara. Gucken mal, wer oder was da jetzt so rumhängt. Für die wäre jetzt eigentlich wiederum Schwert gar nicht so dumm. Vielleicht sollten wir das doch noch nicht ganz entsorgen. Problem ist nur, wo tue ich denn das hin? Ich glaube, ich tue es hier hin, weil Mana-Tränke kann ich ja auch anders trinken. Gut, gibt es die Schattenläufer hier unten noch? Wir werden es gleich sehen. Hier gibt es auf jeden Fall wieder jede Menge Hirsche. Und eine schwere Truhe. Abgebrochen. Abgebrochen. Mit dem Todbringer, okay. Nochmal ordentlich Cash. Ich glaube, wir brauchen bald mal einen Händler. Mit einer guten Rüstung. Denn ich habe so das Gefühl, dass wir bald genug sauteure Sachen haben, um uns eine Rüstung zu ertauschen. Und das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Hör auf, alles mitzunehmen. Zauberwurzel nehmen wir mal mit für Mana-Tränke. Heilpflanzen nehme ich auch mit. Ja, hier könnten wir eigentlich auch noch mal eben runtergehen. Hier waren ja Oger, die eine alte oder schwere irgendeine Truhe bewacht haben. Und die Oger gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Aber die Truhe gibt's noch. Und im Trank der Jagd. Oh, das geht besser, aber ist okay. So, dann wieder hier rauf und dann sind wir ja auch bald bei Okara angekommen. Eigentlich wollten wir nach Gotha, aber ist ja auch egal. Wir haben ja Zeit. Ich hole mal die Magie raus. Nicht, dass hier oben schon irgendwelche Bösis auf uns warten. Weil das hier irgendwelche Bösis drin sind, wissen wir. Okay, der Teleportstein liegt noch da, wo er immer war. Ich weiß noch nicht, was für Bösis hier drin sind. Okay, es ist ein Goblin. Wollte mich jetzt komplett verarschen. So ein schlechter Witz. Okay, vielleicht mache ich es trotzdem mit Magie. Eine Spitzhacke haben wir übrigens immer noch nicht. Wollte ich nur mal erwähnen.
Da! Ach, was willst du denn? Hier steht was über Alchemie. Sehr gut. Und noch eine alte Truhe, auch gut. Trank der Lebenskraft, auch nicht verkehrt. Den können wir auch direkt trinken. Ich hätte gerne noch ein oder auch mehrere Tränke der Konzentration. Also gerne ganz viele davon. Hier ist niemand. Aber eine weitere schwere Truhe. Mit dem Reiterschwert. Das ist neu. Gut, dann sind wir bei hier auch soweit durch, bis auf den Gang hier. Hier ist doch safe auch. Ach was, hier ist auch noch ein Wassermagier. Okay. Und ein seltenes Metall. Aha. Und ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Und noch ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Und Steintafeln. Als der Diener Innos erkannte, was geschah, ließ er die 5 göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig, und so soll es sein. Ah, interessant. Uninteressant. Uninteressant. Aber wie schnell wird jetzt diese erste Flut-Story? In Nordmar lebten die Barbaren und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis und das Biest jagte ihn. Fertig bekommen haben. Wir haben 149 altes Wissen, das ist gut. Was habe ich da jetzt reingekippt? Hä? Hast du nicht mit dem können wir einfach nicht reden. Aha. Hat der andere nicht eben gesagt, wir sollen noch 2 finden? Er hat zwar Gotha und Farin gesagt, aber das muss ja nichts heißen. Naja, dann gehen wir jetzt nach Montera, weil hier sind wir jetzt durch. Und pennen erstmal. Und nach dem Pennen gehen wir dann aber wirklich auch mal nach Gotha. Ach ja, schön neben dem Bett schlafen. Wer kennt's nicht? Dass ich immer neben dem Bett schlafe, ja, das soll dich beeindrucken. Wir haben ja hier vorne noch ein paar Orks. Mit denen wir vielleicht quatschen können. Also hier auf dieser Seite. Hier haben wir ja die meisten schon gesehen. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier irgendwen gibt, mit dem wir reden können. Wobei hier vielleicht. Hier sind zumindest 2, die anders aussehen als andere. Nö. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Die Wildschweine noch hier.
Auch nicht. Hier ist aber noch eine Mana-Pflanze, die will ich haben. Hier ist eine Palisade, die ist auch neu. Das scheint hier das Schlachtfeld zu sein, oder? Sieht fast ein bisschen so aus. Krieger. Aha, aha, aha. Ian. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Kannst du deinen Leuten trauen? Klar, ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Habt ihr regelmäßig Nachschub erhalten? Ja, Gorn hat dafür gesorgt, dass wir alles Nötige bekommen haben. Behandelt Gorn seine Leute gut? Ja, sehr gut. Ist doch auch klar, er ist einer von uns. Ein Krieger. Habt ihr mal versucht, einen Waffenstillstand auszuhandeln? Nein, die Orks würden sich ja doch nicht dran halten. Wir können ihnen nicht trauen. Was sind das für Gespräche? Ich raste irgendwann aus. Alles völlig zusammenhangsloser Müll, der hier gefaselt wird. Wäre Gorn bereit, Frieden mit den Orks zu schließen? Ja, wenn alle Orks tot sind. Glaubst du, der Krieg wird bald vorbei sein? Gorn und Taurus haben früher oft Seite an Seite gekämpft. Sie kennen die Stärken und Schwächen des anderen. Von daher wird das wahrscheinlich ein langer und schwieriger Kampf werden. Hattet ihr Probleme mit Spionen von Taurus? Nein, bisher noch nicht. Aber wir bleiben trotzdem wachsam. Wann haben denn Taurus und Gorn bitte Seite an Seite miteinander gekämpft? Also Taurus war Torwächter im alten Lager. Ich will das gar nicht hören. Und Gorn war Söldner von Lee. Die haben sich bekämpft maximal. Und dann später war Gorn immer noch Söldner von Lee. Und Taurus war in Jaqen da. Da sind die sich gar nicht mehr begegnet. Die haben doch nicht zusammen gekämpft. Außer vielleicht noch vor Gothic 1. Das wäre vielleicht möglich, aber glaube ich eigentlich auch nicht. Weißt du, warum Gorn Taurus angegriffen hat? Wir stellen Gorns Befehle nicht in Frage. Wir vertrauen ihm. Er wird schon einen guten Grund gehabt haben, Taurus anzugreifen. Hat Gorn versucht, Verbündete im Kampf gegen Taurus zu finden? Bisher hatte er das nicht nötig. Wir sind absolut in der Lage, jeden Angriff der Orks abzuwehren. Haben die Bewohner der Stadt sehr unter dem Krieg zu leiden? Wir alle haben zu leiden und müssen Opfer bringen, damit wir in Zukunft in Frieden leben können. Aha. Hat Gorn mal die Paladine um Hilfe gebeten? Was ist denn schon so Besonderes an den Paladinen? Die hocken doch nur rum und grübeln mit Lee, ob sie in den Krieg ziehen sollen. Wir dagegen kämpfen. Unterstützen die Paladine eine der Seiten im Krieg? Nein, sie vergeuden ihre Zeit lieber mit endlosen Diskussionen. Spitzengespräche hier. Ich möchte dem, der das geschrieben hat, gerne einen Orden verleihen. Glaubst du, ihr seid bereit, Taurus zu schlagen? Ja, die Machtverhältnisse in Myrtana werden sich bald ändern. Was kann man tun, um Taurus Pläne zu durchkreuzen? Gorn meint, dass die Informationen, die wir über Taurus Pläne haben, nicht wirklich verlässlich sind. Also hat er beschlossen, erstmal abzuwarten und weitere Spione loszuschicken. Hat Gorn die Unterstützung der Leute von Gotha? Gorn ist ein Krieger, kein großer Anführer. Viele Leute sind unzufrieden, weil sie nicht verstehen, warum Gorn Taurus den Krieg erklärt hat. Einige Dinge werden sich nicht. Habt ihr irgendwas über Taurus Truppen herausfinden können? Uns wurde berichtet, dass Taurus an einer mächtigen Waffe arbeitet, die mit Hilfe von Magie eine ganze Stadt in Brand setzen kann. Das ist auch der Grund für seine Angriffe auf Geldern. Was kann denn schon groß passieren? Aha. Hey du, was schleichst du hier rum? Schnauze. War doch noch nie anders. Hey du, was schleichst du hier rum? Ich sagte Schnauze. Also wie Gespräche losgehen, habe ich wieder gar keinen Bock auf dieses Game. So einfach rumlaufen und Gegner angreifen, besiegen und so, das macht ja alles Spaß. Weil das ist ja praktisch Gothic 3, aber so wie irgendetwas mit der Story zu tun hat oder man irgendwelche Leute sieht und deren Namen vor allem, keine Lust mehr. Warum stehen hier so viele Weizensäcke?
Tja, der eine Dude meinte ja irgendwie, im Bereich Geldern Faring wären noch andere Wassermagier. Dann wollen wir uns mal umschauen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Wassermagier, für die wir noch irgendwas machen können, was gar keinen Sinn ergibt. Um dann irgendeinen Schlüssel zu irgendetwas zu bekommen, was wir nicht brauchen oder haben wollen. Naja. So, da sind auf jeden Fall irgendwelche Leute. Hier ist einfach eine schwebende Mana-Pflanze. Ich habe keine Lust nach Gotha reinzugehen. Deswegen lassen wir das. Garix Rekrut. Die sind auch. Kümmer dich besser um erst. Hast du nichts zu tun? Nee. Die heißen alle Garix Rekrut, aber wer Garix ist, keine Ahnung. Ich kenne Garlic, aber Garix sagt mir nichts. Tja, ich würde noch bis zu der Brücke nach Faring gehen, glaube ich. Warum sind hier so viele Mana- und Heilpflanzen? Also ich beschwere mich nicht, weil es ist geil, dass wir davon so viele jetzt haben. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Nein, hör auf, die so einzusammeln. Da ist ja noch eins. Zu schwer. Ulvas-Truhe. Stehen einfach Truhen von irgendwelchen Leuten mitten im Nirgendwo. Auch das verstehe ich nicht. Okay, hier sitzt irgendein Typ. Ein Dieb. Hallo. Hallo Krieger, bist du auf einer Mission? Das bin ich. Ausgezeichnet. Dann hätte ich da ein Angebot für dich. Worum geht's? Wir sind Mitglieder der Diebesgilde von Myrtana. Wir beklauen die reichen und gierigen Händler und verteilen es unter den Armen. Von Dieben halte ich nicht allzu viel. Tja, du tötest für deine Mission, wir klauen für unsere. Also spar dir deine Ansprache. Wenn dir unser Angebot nicht gefällt, musst du es ja nicht annehmen. Also, pass auf, wenn du einen Händler triffst, komm zu uns und lass es uns wissen. Wir kümmern uns dann um den Rest. Was springt dabei für mich raus? Für jeden Tipp zahlen wir dir etwas Gold. Die Zeiten werden sich bald ändern. Ihr solltet besser vorsichtig sein, denn dann wird man Diebe ohne lange zu fackeln am nächsten Baum aufhängen. Und euer Angebot könnt ihr euch sonst wohin schieben. Bis jetzt ist noch niemand hier aufgetaucht, der uns aufknüpfen wollte. Und jetzt verschwinde. Kümmere dich besser um deinen Kram. Es ist mir einfach zu viel Rennerei, glaube ich. Deswegen will ich das auch nicht machen. So, ich dachte, wir gehen jetzt dann doch nochmal schnell nach Faring und holen uns da den Teleportstein. Ich hoffe, der liegt noch am selben Ort wie früher.
Und dann gehen wir wohl nach Gotha. Hä? Wir sind hier einfach vier Snapper. Wow, wir haben eine Spitzhacke. Sag mal. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Natürlich brauche ich den richtigen Schlüssel. So, jetzt könnten wir theoretisch alle... Mal sehen, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir könnten jetzt theoretisch alle Minen nochmal abgehen, aber kein Bock. Wir machen das mal so, so, so. Gotha und Faring. Sorry, muss mich einmal anders hinsetzen. Krieger. Ah, hier ist Wein, ich sehe es genau. Dann nehmen wir einfach alles mit, ist doch auch egal. Krieger, Krieger, Krieger. Krieger, Krieger. Kriegerfrau. Wieso eigentlich Kriegerfrau? Ist doch einfach Kriegerin, oder nicht? Das hier ist übrigens neu. Also dieses Mauerstück hier. Ich glaube, das gab es früher nicht. Boah, Junge, hier ist ja tonnenweise Wein. Nice. Gucken, ob hier noch der Teleporter irgendwo ist. Ulvar. Wer bist du? Was ist los? Ich bin Ulvar. Ich trauere um meinen Mann. Er liegt hier begraben. Wie ist das passiert? Er war Spion und sollte Informationen über die Orks in Montera sammeln. Aber er wurde entdeckt und dann ermordet. Diese Bestien haben seinen Körper in Stücke gehackt und überall in Montera verteilt. Wir haben nur den Rumpf und den Kopf finden können. Das tut mir leid. Ich kann dir den Verlust zwar nicht leichter machen, aber ich hoffe, dass dir bessere Zeiten bevorstehen. Immerhin hat dein Mann sein Leben für Nortana gegeben. Danke, das hoffe ich auch. Leider hat mein Mann all unser Gold an einem Ort versteckt, den nur er kannte. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Würdest du für mich nach dem Gold suchen? Ich könnte dir dafür auch was über Magie beibringen. Wieso kannst du Magie? Klar, ich helfe dir gerne. Hat dein Mann irgendwelche Hinweise hinterlassen, wo die Truhe sein könnte? Nein, er hat nie darüber geredet. Könnte einer der Freunde deines Mannes vielleicht was wissen? Er hat im Lager viel Zeit mit Reik, Gotthard und Lennart verbracht. Vielleicht weiß einer von ihnen mehr. Ja, die Truhe haben wir ja schon gesehen. Die steht ja einfach mitten auf dem Weg. Gucken. Nee, der Teleportstein ist weg. Schade. Fangen Wertsachen. Zu schwer. Aha. Irgendwie ist das alles komisch hier.
Ja, ich würde sagen, wir in der nächsten Folge gucken wir uns in Gotha ein bisschen um und holen vielleicht mal Ulvas Truhe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.